Und Rest wieder wegpacken. Brauche ich auch erstmal nicht. Ich auch hier rein. Ja, packen wir da auch rein. Das auch. Ach, hier ist noch Eisen. Ja, komm, dann lassen wir das durchlaufen. Damit die Schmelze auch noch was hat. Hat hier unten Blei? Bisschen. Aber die läuft ohne irgendwas zu machen. Brauche ich nicht. Das ist aber nicht der Messbecher, ne? Guck mal schnell nach. Ne, weil der ist, glaube ich, hier, ne? Auch nicht. Ach, ich glaube, da kann man eine Sache draus herstellen, ne? Die Chemiestation, ja. Ist das Wasser abgekocht? Ach, das war jetzt sinnlos. Kartoffelsamen konnte ich auch nicht herstellen, weil ich das Rezept nicht habe. Noch nicht freigeschaltet. Aber jetzt habe ich noch einen Fertigkeitenpunkt. Ach, was nehme ich jetzt? Altstoffsammler. Drei. Wäre ja nicht schlecht, das hier zu hoch zu pushen. Hauptader habe ich ja jetzt. Voll. Was brauche ich denn dafür? Stärke brauche ich Level 10. Boah. Guck mal, den Motorradfanatiker habe ich auch noch gar nicht erforscht. Level 6 in Intelligenz. Ja, dann ist es soweit. Hat er jetzt nicht gemacht, oder wie? Ach, 2 Punkte. Und beim Ingenieur, was gibt's da? Ach, die Generatorengeschichte. Den Messbecher kann man ins Lagerfeuer machen. Wenn du aber gerade was produzierst im Lagerfeuer, hattest doch da die geschlossenen Schlösser, somit das gerade gesperrt. Produktion abbrechen und schon kannst du den Messbecher einsetzen. Ach. Okay, war ja so ein Pott.
Der ist schon drin, der Messbecher. Hat aber gar nicht angezeigt gerade. Siehst du so? Ja. Bleibt wohl nichts übrig, als bis zum Morgengrauen zu warten. Kann ich denn daraus bauen? Wo kann ich das denn drauf packen? Ach, auf die abgesägte Schrotflinte. Langen Gewehren. Fortgeschrittene Waffen und Werkzeuge. Fortgeschrittene Waffen und Werkzeuge. Dazu ein Ding, ne? Ist das eine fortgeschrittene Waffe? Weil die könnte ich zerlegen. Genauso wie die. Was ist hiermit? Könnte ich auch zerlegen. Da ist noch keiner drin. Oh, ich bin voll der Noob, ja? Sag schon. Was machen deine Nerven? Hältst du es aus mit mir? Tatsache. Sag nix. Das ist der Boden unten. Oh, jetzt habe ich ja genug Wasser. Mehr muss nun wirklich nicht. Ja. Du bist gerade vorm Explodieren. Entschuldige, wirklich. Das ist wie als Beifahrer Autofahren oder mitfahren. Ist auch eine Katastrophe. Da kriegt man auch grundsätzlich die Krise. Was gibt es denn noch Schönes, waffentechnisches? Ach, warum bin ich denn so müde? Drahtwerkzeug. Ach so, geschmiedeter Stahl. Ja. Okay, tschüssi, Hamster, bis später oder so. Frohes Schaffen und lass dich nicht ärgern. Ich mache jetzt einen Neustart. Oh, da ist noch jemand im Stream gekommen. Hallo. Ja, wir müssen jetzt noch ein paar Minuten warten.
Da mache ich jetzt doch noch kein neues Start. Sonst bist du direkt frustriert, gerade reingekommen. Und schon ist der Stream abgebrochen. So. Paar Minütchen noch. Überlege, wo ich jetzt hinfahren könnte. Hier schon mal ein Blick für dich auf die Mine. Ja, wir fahren mal Richtung Schatzkarte. Vielleicht finden wir da ja mal auch was Vernünftiges. Das wäre dann. Okay, Treibstoff sollte jetzt mal reichen. Hoffe ich. Und unterwegs finde ich ja sowieso noch irgendwelche Autos oder so. Von daher sollte das auch passen. Oh. Der Schreihals läuft hier rum. Wo ist er? Den habe ich noch nicht gesehen, doch. Na komm. Und gib Gas. Hühnchen? Wo ist es? Ah, klar. Aber Eier haben wir. Ah. Schon alle leer gemacht. Hammer brauche ich nicht. Ich die kann ich mir. Oh ne, da packe ich das besser so hin. Und schon habe ich Sprit. Das kenne ich nicht. Motor gegeben. Mit nur Blei. Och, funktioniert? Ja, Tatsache. Geil, ein Bagger. Ich habe vergessen, dass hier Viecher spawnen. Ja, komm her, jetzt seid ihr eh alle wach. Du bist ja cool. Noch einer? Okay, da habe ich irgendwas falsch gemacht.
Ach nee. Schade, dass man die Autos hier nicht abbauen kann. Ja, dann reparieren. Mal gucken, was dahinter ist. Da ist nichts drin. Ist nichts drin. Ernie, dich da unten rum. Ja komm, ich lass dich rein, du armer Kerl. Cool. Okay. Schnell alles abluten. Geht's denn hier runter? So. Müssen wir aufpassen. Hier ist ja ein richtiger Bunker. Wieso ist die verschlossen und wieso kann ich keinen Dietrich benutzen? Ja, ich will wissen, was dahinter ist. Logan, Leute. Boah, 2500. Hier geht es noch weiter runter. Alles verschlossene Türen. Ja. Zwei sind down. Wir sind hier nicht alleine. Gibt es ganz viele Zombies. Das ist doch hier ein Köder. Aber das ist eine geile Anlage hier. Schön tiefst unter der Erde. Ja. Kann man gar nicht mehr landen. Ja, nehmen wir mit.
Shotgun Messias hat eine Kiste hinterlegt. Und nehmen wir mit. So. Da ist jetzt alles leer. Na toll. Ah, unberührt. Ich bin dran. Ah, okay. Was man hat, hat man. Also könnte es sein, dass natürlich hier drunter auch noch was ist. Mal sehen, was die Küche hergibt. Glas. Ja. Säure ist immer gut. Na gut. Trinken muss ich auch was. Ach du Scheiße, Leute. Tag 42. Wir hatten ja drüber gesprochen. The Zombie Night. Ach du Kacke. Viel? Oh, 2000. Wo ging es denn hier nochmal raus? Hier ging es raus. Hier mussten wir noch mal hin. Hey, was müssen wir mit den Türen einfallen lassen? Ich meine, die Hocke. Ja, schön. Aber halt nicht das, was ich wirklich brauche. Alles leer. Im Schreibtisch. Goggles. Einmal plus 1 Intelligenz und einmal Beweglichkeit. Scheint ja soweit alles hier erledigt zu sein. Oh, da ist noch ein Schrank. Ah ja, mit Papier. Gut, boah, 7000. Das ist meine sichere Tür. Aber wir sind ja nicht doof. Wir machen jetzt mal hier noch einen kleinen Check, was hier oben ist. Nichts Tolles. Also können wir gehen. Ja. Das Gummi nehmen wir mit. Ja, also das wird hier noch interessant.
Wir legen ab. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das, das, das. Oh, nee, das nicht. Das könnte noch ein paar Mal auftauchen. So ein Motor taucht nicht unbedingt so schnell wieder auf. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch. Ja, doch, das schon. Ja. Der wird auch nicht so schnell auftauchen. Das Ding ist repariert. Ja. In dem Moment gespawnt, ja noch zwei. Als ich da dran vorbeigefahren bin, könnt ihr euch das vorstellen? Gott, was für ein Rindvieh. Er ist nicht tot. Er stirbt einfach nicht. Hammer. Das nenne ich mal richtig buggy. Oh, jetzt wird ein bisschen hier sammelt. Bevor es despawnt. Hier noch Munition. Eine Todesschwadron hier. Gott sei Dank sind die verbuggt. Das sind alle gewesen. So, sind das jetzt alle gewesen? Oder ist da noch irgendwas hinter?
Ach ja. Weil ja auch. Weil da auch. Kackviecher. So. Wofür bin ich jetzt hier hochgeklettert? Um mir die Aussicht anzuschauen? Wollt ihr mich verkackeiern? Was ist da? Munition. Na gut, trotzdem. Jetzt sowieso in die Hose gehen. Leute, oh nee. Ich hab's doch gesagt. Ist nichts passiert. Nichts mehr. Bisschen Munition gesammelt und ansonsten kann natürlich da noch auf dem Dach was sein. Habe ich jetzt gerade von da oben nicht hingeguckt. Nö. Ja. So. 12 Uhr. Wir müssen zurück. Viel brauche ich nicht. Im Endeffekt meine AK-47, Reparaturkits und kämpfen. Ich brauche die T Bauteile, Mann. Das brauche ich. Hier kann ich jetzt noch Eier mitnehmen, wenn welche drin sein sollten. Sind aber nur Federn drin. Ein Ei. Toll. So. Schnell noch da vorne hin. Die zerlegen, gibt Messing. Was haben wir da drin? Nix, nur Kacke. Irgendwo in der Richtung war dann noch die Kiste. Also die Vorratskiste. Kann ja mal gucken fahren. Das ist schon von mir gelootet. Da ist er.
Naja. Hier ist ein Auto. Was werfen wir weg? Wir werfen weg. Ja, die zerlegen wir. Dann nehmen wir alles mit. Ist hier noch was Interessantes? Oh, ein Zombie. Noch einer? Da geht's in den Keller. Da fällt man in den Keller. Das war doch echt übel. Einmal kurz hier das Bücherregal plündern. Benutzen und benutzen und weg. Ist hier noch was? Kann ich nehmen? Habe ich den Platz für? Geschlossen. Dann zerlegen wir die mal. Was? So. Und mit dem Moped weg. Home Sweet Home ist wieder zurück. Manchmal liegt auf der Straße was richtig Cooles. Ah ja, das nicht. Das brauchen wir. Das müssen wir noch vergleichen. Das brauchen wir nicht. 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 Nicht. Nichten. So, was haben wir jetzt hier? Glut. Die Richtung. War da ein Nest? Ja, da war ein Nest. Da ist ein Nest. Ein unberührtes Nest. Ein unberührter Haufen Müll. Jetzt sind nur 20 mittlerweile. Bin gespannt, echt, was da bodentechnisch auf mich zukommt. Das wird bestimmt nicht schön. Das Nest habe ich noch in Erinnerung. Mal 60 fertig. In der Zeit. Ja, ich guck mal hoch. Und lager Sachen ein.
Rohstoffe. Da auch reinpacken. Munition. Oh nee, das war jetzt nicht richtig. Aber ist egal, ich muss ja jetzt eh Munition mitnehmen. Und zwar so. Der Form. Die nehme ich auch mit. Das nehme ich mit. Den Ding Dong nehme ich mit. So, Werkzeug, das ich zum Beispiel nicht brauche. Kann ich ja hier rein tun. Muss ja noch was vergleichen. Ach, das mache ich später. Das machen wir jetzt so. Und das machen wir auch noch so. Dann noch mal Rohstoffe. Ach so, Nitrat kommt ja hier rein. Das tue ich auch erstmal hier rein. Dann habe ich hier noch zum Reparieren brauche ich nichts. Ich weiß, ich habe es verschwendet, aber das muss sein. Läuft da unten noch etwas? Nein. So. Ist hier was fertig? Wasser. Hier was fertig? Nein. Ist hier was fertig? Nein. Hier dürfte auch nichts mehr sein. Munition habe ich. Wenn nicht, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Essen. Einmal. So, wir nehmen Eier mit. Wir nehmen Fleisch mit. Und brutzeln uns hier zweimal Fleisch. Kürbiskuchen. Wie sieht es denn mit Maismehl aus? Kürbispflanze. Maispflanze. Mais. Ja, cool. Ja, ordentlich was an Futter. Damit kann ich jetzt auch den Kürbis, das Kürbisbrot machen. Erstmal Maismehl. Rezepte. Maismehl zweimal bitte. Rezepte. Maismehl. Mach fertig. Ja, ich will zweimal Maismehl, genau.